Ich war fast bei der Haustür angekommen, als ich spürte, wie mir jemand eine Pistole an die Seite presste. »Zurück ins Auto«, flüsterte mir eine bedrohliche Stimme zu. »Nur ein Mucks und du bist tot, bevor irgendwer dir helfen kann.« Die Pizzaschachtel in meiner Hand fühlte sich plötzlich so schwer an, als wäre sie aus Blei. »Bitte, mach das nicht«, flüsterte ich. »Nimm einfach die Schlüssel aus meiner Tasche und geh.« Doch stattdessen stieß mir der Mann den Lauf so hart in die Rippen, dass ich fast vor Schmerz ausstöhnte. Ich drehte mich um und ging wie verlangt zum Auto, wissend, dass er mir wahrscheinlich eine Kugel in den Kopf jagen würde, wenn ich versuchte, wegzurennen. Als ich mich auf den Fahrersitz setzte, war mein Arbeitsshirt von Schweiß durchnässt. Die nächste halbe Stunde fuhren wir durch die Stadt. Mein Chef rief mich immer und immer wieder an, bis der Mann mein noch immer klingelndes Handy aus dem Fenster warf. »Glaubst du an Schicksal?«, fragte er mich schließlich. Doch ich antwortete nicht, aus Angst, etwas Falsches zu sagen. »Ich tue es jetzt«, fuhr er fort, unbeeindruckt von meinem Schweigen. Er lächelte. »Du bist genau im richtigen Zeitpunkt in mein Leben getreten.« Ich dachte darüber nach, ihm zu erzählen, dass das meine letzte Schicht bei diesem lausigen Job war, dass es sich nach einer Ewigkeit angefühlt hatte und ich einfach nur nach Hause wollte, dass ich mich im Bett verkriechen wollte und nie wieder ein Stück Pizza auch nur ansehen wollte. Aber ich wusste, dass ihn das höchstens wütend machen würde. Also hielt ich den Mund und umklammerte das Lenkrad so fest, dass meine Knöchel weiß hervortraten. Letzten Endes wies er mich an, zu einer Reihe abgelegener Häuser einzubiegen. Er führte mich zu einem grauen Haus mit leerer Einfahrt und grinste düster. »Wir werden warten, bis sie nach Hause kommen. Dann wirst du die Pizza nehmen und an der Tür klopfen. Wenn sie die Tür öffnen und dir sagen, sie hätten nichts bestellt, schlage ich zu.« »Wirst du jemandem wehtun?«, fragte ich vorsichtig. Er brauchte mich nur anzuschauen, und ich bereute meine Worte sofort. »Mach einfach, was ich sage. Danach kannst du gehen.« Aber ich glaubte ihm nicht. Die Zeit verging und wir warteten. Der Geruch von Tomatensoße und Knoblauch lag in der Luft. Er griff nach der Pizzaschachtel auf dem Rücksitz. Als er zwei Stücke gegessen hatte, sah ich Verwirrung in seinem Gesicht aufblitzen. Die Waffe glitt ihm aus der Hand und er fasste sich an den Hals, rang verzweifelt nach Luft. Er keuchte und zitterte, während Schaum aus seinem Mund austrat. Er warf mir einen letzten vorwurfsvollen Blick zu, und ich sprach die letzten Worte, die dieser Mann jemals hören sollte. »Diese Pizza war nicht für dich gedacht.«